Mein Vater. Er hatte einen Reitunfall. Meine Mutter hat ihn gefunden. Ja? Ich wollte dir nur kurz Bescheid geben. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Wie geht es ihm? Er ist bei Bewusstsein, hat aber starke Schmerzen. Wir müssen abwarten. Ich melde mich wieder. Soll ich zu euch in die Klinik? Er ist ansprechbar. Oh, Gott sei Dank. Marlene. Du solltest jetzt echt bei deinem Vater sein. Fahr zu ihm ins Krankenhaus. Du hast recht. Natürlich ist Konstantin nicht meinetwegen zurückgekommen. Was habe ich denn erwartet? Ich gehöre zu Michael. Er liebt mich. Und ich liebe ihn. Das Gefühl ist nur anders als bei Konstantin. Keine abstruse Schwärmerei. Michael ist der Richtige für mich. Seine Ruhe, seine Stabilität. Mit ihm werde ich glücklich. Dein Bruder fleißig mitarbeitet in der Reha, dann ist er bald wieder der Alte. Will man das? Nein. In Ernst, ich bin froh, dass er mit einem blauen Auge davongekommen ist. Also, ich finde, es reicht jetzt wirklich mit Unglücksfällen in der letzten Zeit. Tja, in der Tat, aber... Nee, das ist keine Frage von Leben oder Tod, aber die Getreidemühle in der Brauerei ist kaputt gegangen und jetzt besteht die Gefahr, dass Metallteile in die Malzmischung kommen, also ruht die Produktion. Und wie lange? Ja, bis die Mühle repariert ist. Aber die Frage ist, ob sich das überhaupt noch lohnt, so viel Geld da reinzustecken oder ob ich nicht gleich die Brauerei verkaufen soll. Jeder Tag, wo kein Bier gebraut wird, kostet. Das Gute an schlechten Zeiten ist, es kann nur besser werden. Marlene Schwarzer? Ja? Was wirklich, das... Das ist ja wunderbar. Ich kann ihn abholen. Und ja, wo? Ach, ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Auf Wiederhören. Ich kann meine Rolle abholen. Der wurde wieder gefunden. Wirklich? Ja, ja. Irgendjemand hat ihn sich einfach ausgeliehen und ganz brav wieder vor die Polizei abgestellt. Und jetzt ist er wieder da. Hast du doch gesagt, es kann nur besser werden. Ist auch gar nichts kaputt dran oder so. Der Tank ist einfach leer. Na ja, da ist ja wenigstens ein Problem gelöst. Zeichen, dass er zurückgekommen ist. Konstantin, der ist nur wieder wegen seines Vaters hier. Ja, was auch immer, ich werde ihn jedenfalls jetzt ständig sehen. Was du brauchst, ist ein Blick in die Zukunft. Aha. Ich habe meine Tarotkarten dabei. Du hast was dabei? Ja, für eine Kollegin. Sie hat mich gebeten, sie hier zu legen. Mit sowas kennst du dich aus? Ja, klar. Komm. Also ich habe sowas ja noch nie gemacht. Beim Tarot gibt es verschiedene Varianten. Und wir nehmen jetzt einfach mal eine ganz simple. Okay. Die erste Karte bezieht sich auf die Ausgangssituation. Die 8 der Schwerter. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Der Fragende fühlt sich gefesselt und machtlos zwischen den Stühlen. Ja, das trifft's wirklich ganz gut. Die nächste Karte zeigt, was kommt. Mhm. Der Turm. Ey, stopp. Darf man das jetzt überhaupt? Ja, in dem Fall schon. Okay. So.
Sieh noch mal. Oh. Wieder der Turm. Ja, und was bedeutet jetzt dieser Turm? Der Turm steht für ein Gefängnis oder einen Zusammenbruch. Ja, das ist ja toll. Etwas, wovon du dich befreien musst. Meine Gefühle für Konstantin. Die sind wie ein Gefängnis. Die hindern mich dran, mit Michael glücklich zu werden. Davon muss ich mich befreien. Wie geht's deinem Vater? Den Umständen entsprechend gut. Oh, gut. Dein Verlobter wird ihn operieren. Hm. Also wegen meiner Rückkehr und diesem Missverständnis. Ja, du, ich hab mich einfach gefreut, dich zu sehen. Das. Ich mich auch. Ich muss los, wir. Wir sehen uns. Mama, wie lange stehst du schon da? Du schleichst ihm hinterher, ja? Nein, das stimmt jetzt nicht so ganz, aber ich weiß, was du mir sagen willst. Ich soll ihn mir aus dem Kopf schlagen. Ich bin nicht so verrückt zu glauben, dass es zwischen Konstantin und mir noch mal klappen würde, aber ich vermisse ihn einfach so sehr. Mehr, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Und du meinst, dass es so besser wird auf die Weise, wenn du ihn nicht aus den Augen lässt? Ich muss einfach nur einen Weg finden, das Ganze zu beenden. Was wie zu beenden? Nein, ich werde ihm nichts antun und mir auch nicht. Engelchen, du bist einfach nicht so emotional und leidenschaftlich wie ich. Du weißt einfach nicht, was es heißt, so stark zu lieben. Frau Seifeld, geht's Ihnen gut? Frau von Norden ist wieder da. Diese Frau führt schon wieder irgendetwas im Schilde. Sie besteht darauf, dass mein Ex-Mann in eine andere Klinik verlegt wird und dort von einem Spezialisten operiert wird, den sie ausgesucht hat. Ja, aber wieso Michael? Der sollte. Das ist alles medizinischer Quatsch. Sie setzt alles daran, aber Geld spielt keine Rolle. Das waren ihre Worte. Sie will ihm damit nicht helfen. Sie will ihm schaden. Ein kleiner Kunstfehler. Ja, aber sie liebt ihn doch. Deshalb? Sie will ihn an den Rollstuhl fesseln und damit an sich. Diese Frau ist krank und gefährlich. Also, Frau Seifeld, das sind wirklich schreckliche Anschuldigungen. Und irgendwelche Beweise? Nein, leider nicht. Obwohl, entschuldigen Sie mich bitte.